Kronos-Redaktion hat sich mit der Tauchschule Scuba Marine aus Ulm zusammengefunden, um hier 6 Taucheruhren unter Realbedingungen zu testen. Das heißt unter Wasser mit professioneller Tauchausrüstung und unter den Anforderungen eines echten Tauchgangs. Alle 6 Uhren im Test erfüllen die grundlegenden Voraussetzungen, was Dichtheit angeht, und verfügen über eine Drehlünette zur Kontrolle der Tauchzeit. Aber eignen sie sich als zuverlässiges Instrument für den wirklichen Einsatz? Oder sind sie eher im modischen Gebrauch am Handgelenk zu Hause? Natürlich sind die Uhren, die wir hier für den Tauchuhrentest mitgenommen haben, für härtere Bedingungen ausgelegt. Aber man kann natürlich schon die ein oder andere Funktion auch im Schwimmbad testen, wie zum Beispiel Ablesbarkeit, Funktion der Drehlünette und Bandverlängerungen in unterschiedlichen Anzugsgrößen. Je nach Umgebung und Wassertemperatur kommen unterschiedliche Tauchanzüge zum Einsatz. 3 bis 7 mm Neoprenstärke sind Standardmaße. Das Uhrenarmband muss das kompensieren können. Nach Möglichkeit ohne großen Aufwand, wie beispielsweise ein Auswechseln des Armbandes. Ein großes Problem ist natürlich das Band. Die meisten Uhren verfügen nicht über eine ausreichende Verlängerungsmöglichkeit, um sie über Taucheranzügen tragen zu können. Das ist in der Praxis eigentlich das größte Problem der Taucheruhren. Ein wichtiges Element ist der Verschluss des Armbandes. Entscheidend ist eine leichte und sichere Bedienbarkeit. Mit Handschuhen und möglicherweise kalten Fingern wird das schnell zur Herausforderung. Uhren im Test warten mit Druckfestigkeiten von bis zu 1000 Metern auf. Einige der Modelle verfügen über professionelle Ausstattungsmerkmale wie Heliumauslassventile. Die wichtigste Funktion einer Taucheruhr ist aber ganz klar das genaue Anzeigen der Tauchzeit. Eine Frage der Einstellbarkeit und Ablesbarkeit von Drehlünette, Zeigern und Zifferblatt. Wir sind nur im Schwimmbad in Anführungsstrichen gewesen. Trotzdem haben sich schon am Beckenrand bei einigen Uhren Mängel feststellen lassen. Zum Beispiel, dass sich die Lünette nicht mit Handschuhen richtig drehen ließ. Im Wasser selber ist dann aufgefallen, dass besonders helle Leuchtfarben sehr kontrastreich waren, auch in größerer Tiefe, wo es etwas dunkler war. Mit 7 mm Neopren an den Händen zeigt sich sofort, wie bedienungsfreundlich die Drehlünette ist. Die sichere Ablesbarkeit der Tauchzeit unter Wasser stellt für die meisten Uhren eine große Hürde dar. Schnell abnehmende Helligkeit mit zunehmender Tiefe und ein veränderter Lichtbrechungsindex sorgen dafür, dass die Zeit nicht ohne weiteres aus jeder Perspektive abgelesen werden kann. Die Uhren spiegeln größtenteils ziemlich stark unter Wasser. Da muss man also den Winkel schon sehr genau einhalten, um die Uhrzeit und die Tauchzeit ablesen zu können. Alle Uhren im Test können zum Tauchen verwendet werden. Die Unterschiede zwischen den 6 Modellen und ihren jeweiligen Ausstattungsmerkmalen sind groß. Klar ist, ein praxistaugliches Armband, Drehlünette, Zeiger und Zifferblatt, die sich gut einstellen und ablesen lassen, sind entscheidende Herausforderungen, denen sich jede Uhr stellen muss, die das Prädikat zum Tauchen geeignet wirklich verdienen will.